Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Deutschland, in Österreich und der Schweiz. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von Erlebt TV, einer Sendung von CBN. 110. Diese Telefonnummer haben wir schon als Kinder für den Ernstfall auswendig gelernt. Bei einem akuten Notfall, zum Beispiel einem Unfall, ist hier schnelle Hilfe garantiert. Was aber tun, wenn sich das eigene Leben permanent wie eine Notlage anfühlt? Wegen finanzieller Sorgen, einer Ehekrise oder wegen einer langwierigen Krankheit? Bei uns hören Sie heute die Geschichten von drei Frauen, die vor ähnlichen Herausforderungen standen. Unser Thema: Notruf an Jesus. Er half mir durch meine schwere Zeit. Lydia Kurz aus unserer ersten Geschichte ist noch ein junges Mädchen, als sie zum ersten Mal mit einer psychischen Erkrankung konfrontiert wird. Ein Thema, welches sie noch viele Jahre begleiten wird. Dabei sollte der Umzug nach Deutschland der Start in ein besseres Leben sein. Ich komme aus Kasachstan und bin mit 9 Jahren hergekommen. Meine Oma und Opa sind nach Deutschland gekommen und irgendwann haben wir auch den Weg gemacht nach Deutschland. Für uns als Kinder war das sehr aufregend, spannend, aber für meine Eltern war das eine Herausforderung. Wirklich mit wenig Sachen herzukommen, alles aufzugeben, was sie aufgebaut haben und hier neu zu starten, war schon schwierig für meine Eltern. Neue Arbeit zu finden, erstmal die Sprache zu lernen, und es war nicht einfach. Für Lydia Kurz war das Auswandern nach Deutschland eine aufregende Sache. Schon nach einem halben Jahr konnte sie sich gut verständigen und sie fühlte sich in Deutschland wohl. Die Familie hatte damals nicht nur mit dem Neuanfang zu kämpfen, sondern auch mit der chronischen Krankheit des Vaters. Es war bei uns schon in Kasachstan so, dass mein Papa eigentlich auch immer Depressionen hatte. Es war immer einmal im Jahr. Wir haben gedacht, er ist etwas traurig und die Zeit vergeht auch wieder. Und tatsächlich war das auch so, dass es nach einer Zeit auch wieder gut wurde und er wieder lächeln konnte. Aber es war insgesamt, je älter man wurde, desto mehr hat man das auch verstanden, dass es einfach eine Krankheit war. Es konnte ihm auch keiner wirklich immer helfen. Er war immer sehr zurückgezogen, wollte keinen sehen, und ja, so haben wir ihn eigentlich immer erlebt. Lydia erinnert sich auch an Zeiten, in denen es ihrem Vater zwischendurch wieder gut ging. Es sind schöne Erinnerungen. Wo er keine Depression hatte, war er immer ein fröhlicher Mensch, lachte gern, machte auch gerne Witze. Und man hatte auch viel Spaß mit ihm gehabt. Doch jedes Jahr im November entwickelte der Vater eine sogenannte depressive Episode. Er ist niedergeschlagen, traurig und zieht sich zurück, auch von seiner Familie. Und von Jahr zu Jahr wurden diese Episoden stärker. Und zum Schluss ist das ja auch so gekommen, dass er auch im November sich das Leben genommen hat. Dass er damit nicht klarkam. Es war plötzlich, es war unerwartet, und wir haben nicht gerechnet, dass es in dem Jahr das nicht mehr weitergeht, dass es einfach vorbei ist. Wir haben als Familie auch zusammengehalten und versucht, uns zu stärken, aber es war sehr schwer. Lydia rechnete zu diesem Zeitpunkt nicht damit, dass auch sie einmal an Depressionen erkranken könnte. 8 Jahre später merkte ich, dass ich auch Depressionen bekommen habe. Erstmal hatte ich gedacht, dass es vielleicht auch ein Tag war oder so, aber man fühlte sich nicht einen Tag schlecht, es war insgesamt, fühlte man sich jeden Tag schlecht, und das ging auch dann 3 bis 4 Wochen. Lydia hatte damals einige Zeit zuvor den Arbeitsplatz gewechselt. Und danach begannen ihre Depressionen. Sie erinnert sich, dass ihr der Wechsel sehr zugesetzt hatte. Die Arbeit, die ich jahrelang gemacht habe, wurde in Frage gestellt. Und man ist dann mehr und mehr, hat man an sich gezweifelt, was man ja 20 Jahre quasi gelernt hat und konnte. Lydia entwickelte Gefühle der Unsicherheit. Es wurde nicht nur auf der Arbeit so, man hat das auch mit nach Hause getragen. Man konnte auch Dinge zu Hause nicht mehr erledigen. Also ich habe eigentlich immer sehr viel organisiert, alles gemacht, und auf einmal waren mir die Hände gebunden. Lydia fühlte sich teilweise wie gelähmt.
Ich konnte morgens schon nicht wirklich aus dem Bett kommen. Und ich wusste zwar, ich muss es, da ich ja auch Kinder habe und die relativ klein waren zu dem Zeitpunkt, war das einfach so schwierig, den Tag zu beginnen. Und ich habe dann immer mit Andreas gesprochen. Und der hat immer gesagt, vielleicht ist das nur heute so. Vielleicht fühlst du dich morgen anders. Und es war mit jedem Tag fühlte sich das eher schwieriger an. Man hatte so eine Last zu tragen. Und abends, wenn man schlafen gegangen ist, hat man schon überlegt, wie man morgen den Tag schafft. Die Depressionen verschlimmerten sich weiter, bis Lydia schließlich komplett davon bestimmt wurde. Ich hatte immer die gleichen Gedanken, dass ich das nicht schaffe, ich kann es nicht. Es war irgendwann so, dass ich einfach das Haus nicht verlassen konnte. Es war so, dass ich die Kinder zur Schule und Kindergarten gebracht habe und einfach die Rollläden zugemacht habe und wollte einfach diese Dunkelheit haben. War das auch so, dass ich bis Mittag in dieser Dunkelheit war? Ich konnte kein Licht anmachen. Es war einfach alles dunkel. Man möchte einfach nichts mehr. Dann verschwanden die Depressionen wieder. Doch ein Jahr später, erneut im Frühjahr, kehren die Depressionen zurück. Und dieser Jahresrhythmus wird zur neuen Normalität in Lydias Leben. Das ging über 4 Jahre und es wurde auch, jedes Jahr fühlte sich das stärker an. Mein Mann konnte das einfach nicht nachvollziehen. Er versuchte einfach für mich da zu sein und das hat mir so viel bedeutet, dass er da war. Ich konnte immer auf ihn zählen und er hatte einfache Dinge hat er gemacht, die ich nicht mehr konnte. Jedes Jahr werden die Depressionen schlimmer. Und schließlich wird Lydia deutlich, dass sie es allein nicht schafft. In dieser Dunkelheit war das auch so, dass ich einfach zu Gott geschrien habe, innerlich, dass ich um Hilfe geschrien habe, dass er mir hilft. Und habe gesagt, warum hilfst du allen anderen, aber mir nicht? Kurz darauf wird Lydia von ihrer Schwiegermutter in einen Gottesdienst eingeladen. Lydia willigt ein und ist ab dann öfter dabei. Das hat mich am Anfang überhaupt nicht mitgenommen. Es hat mich auch nicht erreicht. Je öfters ich den Gottesdienst besuchte, habe ich auch verstanden, worüber es gesprochen wurde. Und es erreichte mich mit der Zeit. Jesus hat mich einfach berührt. Ich konnte auch die Lieder verstehen. Lydia merkt, wie sie sich im Laufe der Zeit verändert. Gott hat mich aus der Dunkelheit befreit. Er hat einfach mein Leben verändert. Und das kann ich erst heute verstehen. Früher war das, dass ich mein Leben einfach nur immer negativ angeschaut habe. Ich war auch selber sehr trauriger Mensch eigentlich, auch durch meinen Vater. Und es hat mich einfach verändert. Er hat mich verändert. Lydia vertraut auf diese Veränderung. Und sollte sie erneut unter einer depressiven Episode leiden, will sie sich auch dann auf Gott verlassen. Ich stehe morgens auf einfach mit der Dankbarkeit. Und ich danke Gott für jeden Tag, den er mir schenkt. Und es bedeutet mir so viel. Und das konnte ich früher nicht sehen. Lydias Geschichte zeigt uns, wie wichtig es ist, auf die psychische Gesundheit zu achten und sich rechtzeitig Hilfe zu suchen. Lydia sagt, dass Gott für sie eine Art Rückversicherung ist. Jemand, der ihr Sicherheit gibt, weil sie weiß, dass sie sich, egal was kommt, auf ihn verlassen kann. Gibt es auch in Ihrem Leben, liebe Zuschauer, jemanden, auf den Sie sich immer verlassen können? Der Ihnen Sicherheit und Halt gibt? Schreiben Sie uns. Oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite und hinterlassen Sie einen Kommentar zur Sendung. Michelle Armer aus unserer nächsten Geschichte lebt heute in den USA, stammt aber aus Israel. Als es in ihrer Ehe Schwierigkeiten gibt, bittet sie Gott um Hilfe.
Und so findet Michelle als gebürtige Jüdin einen ganz neuen Weg für ihr Leben. Der Name Jesus durfte bei uns nicht genannt werden. Ich wollte mit meinem Vater über Jesus reden, aber er sagte, dass dieser Name bei uns verboten ist. Michelle Armour wuchs in einer gläubigen israelischen Familie in Jerusalem auf. Wir hielten den Sabbat und gingen in die Synagoge. Wir hielten uns an die jüdischen Feiertage und an die Traditionen. Mein Vater arbeitete als Touristenführer. Er zeigte den christlichen Reisegruppen die Stätten aus der Bibel und die Kirchen. Ich wusste nie, was die Leute da eigentlich anguckten. Das kleine T auf den Gebäuden fiel mir auf. Ich wusste nicht, dass es ein Kreuz war. Mein Vater sagte, das ist eine Art Synagoge für Christen. Mehr hat er dazu nicht gesagt. Ich schloss die Schule ab. In Israel ist es selbstverständlich, dass man als Nächstes seinem Land dient. Also ging ich 3 Jahre zur Militärpolizei und wurde Feldwebel. Nach der Militärzeit lernte ich meinen Mann kennen. Wir zogen nach Paris und lebten dort für 3 Jahre. Mein Mann kam aus einer Baptistenfamilie und kannte Jesus. Für mich waren Judentum und Christentum sehr ähnlich. Daher war es okay, dass er Christ und ich Jüdin war. Michelle und ihr Mann zogen in die USA. Sie hatten 3 Kinder, als ihr Mann arbeitslos wurde und sie keine Rechnungen mehr bezahlen konnten. Der Tiefpunkt war erreicht, als ein Haftbefehl wegen eines unbezahlten Strafzettels kam. Ich war panisch und wusste nicht, was ich tun sollte. Auf einmal war da dieser Haftbefehl. Es kam zum Streit, ob wir unsere Hypothek oder den Strafzettel bezahlen sollten. Es stand mir bis zum Hals. Ich rannte aus dem Haus, schlug die Tür zu und fing an zu weinen. Ich stieg ins Auto und fuhr ohne ein Ziel einfach los. Irgendwo parkte ich, legte meinen Kopf auf das Lenkrad und weinte. Ich fragte Gott, warum es so schwer war, was bei uns los war. Es brach einfach alles auseinander. Dann blickte ich hoch und sah ein Schild, auf dem ein Davidstern war. Darauf stand: Wir glauben an die Tora, an Moses und an Jesus, den Messias. Ich war geschockt, dass dort Jesus, der Messias, zusammen mit Moses und der Tora genannt wurde. Darunter stand, dass sich hier Juden trafen, die an Jesus glaubten. Ich konnte es nicht fassen. Ich fühlte mich verloren, denn meine Eltern hatten mich getäuscht und sowas nie erzählt. Sie wollten auch nicht, dass ich Fragen stellte. Und auf einmal hatte ich so viele Fragen. Ich rief den Rabbi bzw. den Pastor an und frug ihn alles Mögliche. Also lud er mich zu einem Gespräch ein, falls ich mehr wissen wollte. Und das wollte ich. Ich las die Bibel auf Hebräisch. Als ich zum Neuen Testament kam, sah ich den Zusammenhang zum Alten Testament. Es war eine Fortsetzung. Ich ging in diese Kirche und verstand, dass Jesus der Messias ist. Ich lernte immer mehr. Meine Beziehung zu ihm wurde tiefer. Ich verstand Dinge, die ich vorher nicht verstand. Ich sah jetzt vieles anders. Ich ging persönlicher mit ihm um. Ich sprach mit ihm. Diese neue Beziehung zu Gott und zu Jesus, dem Messias, veränderte mein Leben total. Ich verstand Dinge, die mir vorher nicht klar gewesen waren. Seither fühlen wir uns gesegnet. Seit dem Tag, als ich Jesus in mein Herz gelassen habe, hat sich unser Leben verändert. Unsere Beziehung ist besser geworden. Es gibt kaum mehr Streit und Ärger. Zu Hause ist wieder Liebe und Friede eingekehrt. Auch finanziell wurde es besser. Mein Mann hat Arbeit gefunden. Allen jüdischen Menschen, die nach Antworten suchen, kann ich nur raten,
bilde dich weiter. Lies die Schriften, die du aus der Schule kennst, in Hebräisch und vergleiche sie mit dem Neuen Testament in Hebräisch. Man hat uns zwar vieles erzählt, aber wenn du die Bibel, die Tora und das Neue Testament liest, findest du Antworten. Jeschua ist der Messias. Alle in Israel warten auf ihn. Dabei ist er schon längst gekommen. Michelle beschreibt das Neue Testament der Bibel als eine Fortsetzungsgeschichte zum Alten Testament. Andreas hat sich mit der Frage beschäftigt, was die beiden Testamente miteinander verbindet und ob Jesus bereits im Alten Testament eine Rolle gespielt hat. Die Bibel ist deshalb ein so außergewöhnliches Buch, weil da über Jahrhunderte und durch viele verschiedene Autoren eine Sammlung von Schriften entstanden ist, die zusammen betrachtet ein recht einheitliches Bild von Gottes Absicht mit der Menschheit zeichnet. Wie ein roter Faden zieht sich das von Genesis bis zur Offenbarung. Weder das Alte Testament noch das Neue Testament ergeben, für sich allein genommen, das vollständige Bild. Erst zusammengenommen wird der Spannungsbogen von Gottes Plan und Geschichte mit dieser Welt deutlich. Und das geht schon im ersten Buch Mose los. Die Erschaffung der Menschheit spricht von Gottes Wunsch, in vertrauensvoller und offener Gemeinschaft mit den Menschen zu sein. Diese Nähe zwischen Mensch und Gott wird aber durch von der Schlange gesätes Misstrauen und das daraufhin eigenmächtige Handeln der ersten Menschen zerstört. Die zerstörerische Kraft dieses Misstrauens wird im Anschluss deutlich. Doch Gott kündigt im selben Atemzug an, dass ein Nachkomme der Frau der fiesen Schlange den Kopf zertreten und damit sie und ihr zerstörerisches Werk vernichten wird. Damit gibt es also schon sehr früh einen ersten Hinweis auf den Retter, der kommen soll. Johannes greift das viele Jahrhunderte später auf und sagt in seinem ersten Brief: Genau dazu ist der Sohn Gottes in die Welt gekommen, damit er die Machenschaften des Teufels zunichte macht. Für Johannes ist klar, der angekündigte Retter ist in Jesus Christus Realität geworden. Er ist aber nicht einfach vom Himmel gefallen. Stattdessen hat Gott die Geschichte des Messias eingebettet in die Geschichte Israels. Und so deuten Ereignisse wie der Auszug aus Ägypten oder die Gesetzgebung am Sinai oder auch prophetische Ankündigungen auf das hin, was Jesus Christus am Ende durch sein Leben, Sterben und seine Auferstehung vollbringt. Und doch sieht Jesus sich nicht nur als Retter Israels, sondern als Retter der Welt. In Johannes 3 sagt er: Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Insofern gilt uns sein Angebot noch heute. Wollen wir beten? Lieber Herr Jesus Christus, aufgrund der Bibel verstehen wir, dass du der Retter bist. Für dein Volk Israel, aber auch darüber hinaus für jeden Menschen in dieser Welt. Du siehst mich in meiner Situation und du weist mich nicht ab, wenn ich mit meiner Not zu dir komme. Sei und werde du ganz neu auch mein persönlicher Retter. Und darum bete ich im Vertrauen zu dir. Amen. Falls Sie persönlich mit jemandem beten möchten, die Gebetshotline ist jetzt geschaltet. Für Deutschland wählen Sie 040 18 18 88 00. Für Österreich lautet die Nummer 0049 40 18 18 88 00 und für die Schweiz 044 57 50 270. Molly Stillman aus den USA ist für viele Menschen eine Inspiration. Noch vor einigen Jahren allerdings hätte sie dies wahrscheinlich selbst nie für möglich gehalten. In unserer letzten Geschichte für heute erzählt sie uns, wie sie ihr Leben in die Hand genommen und viele Schwierigkeiten überwunden hat. Hallo, hier ist Molly Stillman. Molly Stillman betreibt einen erfolgreichen Lifestyle- und Modeblog. Nicht nur andere Mütter, sondern auch größere Firmen folgen ihr. Aber noch vor wenigen Jahren war sie eine depressive junge Frau mit $36.000 Kreditkartenschulden. Ich hatte Angst und wusste nicht, was ich tun sollte. Mollys Finanzprobleme begannen im College. Sie holte sich Kreditkarten und ging shoppen gegen den Stress. Wenn du mit 18 nichts von Geld verstehst und eine Kreditkarte mit $10.000 Limit hast, denkst du, toll, ich kann $10.000 ausgeben. Als Molly ihren ersten Job bekam, waren ihre Schulden höher als ihr Jahresgehalt. Es wurde jeden Monat schwerer, Rechnungen zu bezahlen. Ich überzog mein Konto unzählige Male. Molly nahm Nebenjobs an, um mehr zu verdienen.
Aber der finanzielle Druck wurde immer höher. Ich befasste mich mit den Zahlen. Und die Fehler, die ich gemacht hatte, sprangen mir förmlich entgegen. Molly ging zu einer Schuldnerberatung und begann, die Schulden abzutragen. Sie verzichtete auf vieles, verkaufte einiges und holte sich Essen von der Tafel. Es ging voran. Trotzdem ging es ihr schlecht. Obwohl ich 4 Jobs hatte, kam ich kaum zurecht. Ich war am Ende meiner Kräfte. Dann begann Molly, ihren Freund John zur Kirche zu begleiten. Bis dahin hatte ich es allein schaffen wollen, aber man sieht ja, wohin das führte. Also dachte ich, okay Gott, dann versuche ich es jetzt mit dir. An einem Sonntag spendete Molly ihre ersten $50. An diesem Tag übergab ich Gott nicht nur mein Herz, sondern auch mein Portemonnaie. John half Molly, einen Finanzplan inklusive Spenden aufzustellen. Ein paar Wochen später bekam ich meinen ersten Bonus im Job. Molly spendete auch von ihrem Bonus 10%. Je mehr ich spendete, desto reicher wurde ich gesegnet. Das hing miteinander zusammen. Ich bekam noch einen Bonus und eine Gehaltserhöhung. Ein Jahr später bekam Molly einen doppelt so gut bezahlten Job. Mir wurde klar, dass Gott sein Wort hält und die ganze Zeit treu war. Molly zahlte die Schulden ab und heiratete John. Ohne finanziellen Druck konnte sie ihre Festanstellung kündigen und mehr Zeit in ihren lukrativen Blog investieren. Molly und John sind großzügige Spender, denn sie wissen, dass dies der Schlüssel zu ihrem Erfolg ist. Als ich damals diesen Schritt tat, war ich mir nicht sicher. Aber Gott sagte, vertrau mir. Das tat ich und er hat sich als verlässlich erwiesen. Wenn man sich einen Knochen bricht, wird in den meisten Fällen der Bruch mit einem Gipsverband stabilisiert, bis der Knochen nach einigen Wochen wieder zusammengewachsen ist. Auch Alice aus Kenia hoffte auf schnelle Besserung, nachdem sie sich den Arm gebrochen hatte. Doch leider verlief der Heilungsprozess anders als gewünscht und bereitete dem Mädchen große Probleme. Obwohl Alice die Schule liebt, blieb sie jahrelang oft zu Hause. Denn ein unbehandelter Armbruch bereitete ihr Dauerschmerz. Das passierte, als ich meiner Schwester hinterherlief. Da war ein Loch, ungefähr so tief, und ich bin reingefallen und habe den Arm verletzt. Es tat sehr weh. Ich kam in eine Klinik, aber mir wurde nicht geholfen. In einem anderen Krankenhaus wurde sie geröntgt und behandelt, und dem Arm ging es besser. Nach ein paar Tagen sagte mir ein anderer Arzt, dass ich den Verband abmachen soll. Die Familie hörte auf den Rat, ohne zu ahnen, dass Alice für viele Jahre Schmerzen haben würde. Ich bekam leichte Schmerzmittel, die halfen nicht. Zu schlafen ging kaum, vor allem, wenn es kalt war. In der Schule schickten sie mich oft wegen Schmerzen heim. Ich war fast immer zu Hause. Alice blieb ungern daheim, während ihre Freunde zur Schule gingen. Ihre Eltern konnten nichts tun. Meine Eltern können sich einen neuen Klinikbesuch nicht leisten. Meine Mutter massierte den Arm mit warmem Salzwasser. Das half nur ein bisschen. Ich betete die ganze Zeit, dass Gott mir hilft. Dann erfuhr jemand aus der Schule von Alice Arm und wandte sich an Operation Blessing. Operation Blessing kümmerte sich um eine Untersuchung und bezahlte die nötige Operation. Es ging Alice schnell besser und sie hatte keine Schmerzen mehr. Gott hat mich nicht vergessen und ich wurde geheilt. Auch ich möchte Ärztin werden, denn ich will das Leid der Menschen lindern. Wenn ich jetzt aus der Schule komme, kann ich meiner Mutter mit der Wäsche helfen oder fegen. Ich kann sogar meinen Bruder auf den Arm nehmen. Das ging früher nie. Obwohl ihr mich nicht kanntet, habt ihr euch um mich gekümmert. Danke, Operation Blessing, dass ich nun gesund bin. Boah, da hat Alice ja eine echte Odyssee hinter sich. Ja, aber Gott sei Dank hat sie nach der OP keine Schmerzen mehr und kann ihren Arm auch wieder richtig benutzen. Ja, liebe Zuschauer, vielleicht möchten Sie sich an humanitären Projekten beteiligen. Oder Sie wollen diese Sendung unterstützen, damit wir auch weiterhin erzählen können, wie Menschen Gott erleben. Dann werden Sie Partner von CBN. Alle Infos dazu finden Sie auf der eingeblendeten Webseite. Und weitere Kontaktmöglichkeiten gibt es auch am Ende der Sendung.
Liebe Zuschauer, in der heutigen Sendung ging es um Menschen, die in Not waren und Hilfe bekamen, unter anderem auch durch Gebet. Wenn auch Sie ein Anliegen haben, wenden Sie sich gerne an unsere Gebetshotline, die ist noch geschaltet. Und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank auch für Ihre Gebete für uns. Sie unterstützen uns im Gebet und auch finanziell. Das ist fantastisch. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Genau, auf Wiedersehen und machen Sie es gut. Erlebt TV ist eine Sendung von CBN und finanziert sich vor allem durch Spenden. Möchten auch Sie Erlebt TV unterstützen? Dann spenden Sie und beteiligen Sie sich so an der Herstellung weiterer Folgen. Alle Infos dazu finden Sie im Internet. Erlebt TV, wenn Menschen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben.